schön, dass du wieder bei einem neuen Video von mir dabei bist. Heute dreht sich alles um DM. Ich war online shoppen bei DM, weil einige Produkte kriegst du ja nur im Web und andere Produkte auch im DM-Markt. Aber ich bin momentan so, ich bestelle lieber online. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so momentan mehr mein Ding, als in den Laden zu gehen, weil durch die Maske kriege ich auch Kopfschmerzen sehr schnell und deswegen bestelle ich lieber online. Und genau, ich würde sagen, viel Spaß beim Video. Was ich alles eingekauft habe, siehst du hier im Video. Es sind sehr viele Produkte, die ich da zusammengeshoppt habe. Einfach aus dem Grund, weil ich gerne neue Make-up-Sachen ausprobieren wollte. Das neue Jahr, neues Glück mit Make-up. Ich weiß nicht, ob das Favoritenvideo vom 2020 jetzt noch vor diesem Haul kommt oder nach dem Haul. Also genau, wenn es vorher kommt, verlinke ich es dir noch. Ansonsten kommt später noch einmal online und ich würde sagen, wir legen gleich los. Also es ist gut mit Krisselpapier hier eingepackt. Es ist halt alles Make-up, Beauty, was ich so für zu Hause brauche. Und genau, auf los geht's los. Viel Spaß beim Video. Übrigens, wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, ich würde mich über ein Abo von dir riesig freuen. Einfach auf den Abo-Button-Knopf drücken und es kommen immer zwei Videos die Woche hoch, je nachdem wie stressig gerade meine Woche ist. Aber ich versuche es so gut es geht, mich dran zu halten und ich würde sagen, so, es geht los. Ich habe von John, Jen and Len ohne Gedöns die Repair Haarkur für strukturgeschädigtes Haar, Keratin, Mandel, glanzvoll und vegan geholt. Das ist so eine Haarkur. Ich habe schon einmal verschiedene Shampoos von denen ausprobiert, fand die gar nicht mal so schlecht. Sind 20 Milliliter, also so eine einzelne Haarkur. Bin schon gespannt, die zu testen. Wie gesagt, Haarpflege ist momentan mein Ding und deswegen habe ich mir direkt so eine Haarkur von denen gekauft. Hallo, hier spricht deine Haarkur, was hier so verwirrend nach Vanille und Mandel duftet. Das bin ich. Deine neue Repair-Kur mit pflanzlichem Keratin für strukturgeschädigtes und widerspenstiges Haar. Ich stärke und pflege sie intensiv, sodass Frizz gebändigt wird und dein Haar wieder gesund glänzt. Ohne Paraben und ohne Silikon, so vegan und unschuldig wie eine Blume. Also das fand ich halt, ich liebe Vanilleduft und fand mein Haar neigt sehr doll zu Frizz. Also besonders hier unten neigen meine Spitzen vor allem zu brechen. Und das sieht man. Also wenn ich wirklich meine Haare nicht durchgehend pflegen würde oder intensiv pflegen würde, würden meine Haare wirklich anfangen, in den Spitzen vor allem zu brechen. Einfach auch jetzt aufgrund der Temperaturen, aufgrund, dass ich halt jetzt Mütze trage, es ist kalt und da ist halt mein Haar schreit nach Pflege. Und deswegen dachte ich, die Maske klingt interessant. Preise blende ich dir natürlich wie immer ein. Dann für mein Kätzchen durfte dein Bestes 4 Gelee mit Huhn und Karotte diese kleinen Leckerli-Beutel drin. Ich mache das immer mit warmem Wasser noch, weil er nicht so der Gelee-Typ ist. Er mag es eher suppenartig. Aber ich dachte mal, ich probiere es mal aus. Und genau, das ist 4x Gelee mit Schinken, Käse und Ei und 4x Huhn und Karotte. Ich bin schon gespannt, wie Murphy das mag und überhaupt es sein Ding ist, weil Gelee immer schwierig. Ansonsten habe ich Abnehmer dafür. Dann habe ich von Alverde, das habe ich neu entdeckt, ich weiß gar nicht, ob das neu ist, aber das werden wir ja in einem Video testen. Alverde Naturkosmetik Color Correction LSV6 CC Cream. Die gab es, glaube ich, auch nur in einer Farbe, soweit ich mich erinnern kann. Das ist für einen perfekten Ton. Eine CC Cream kombiniert die Eigenschaft einer feuchtigkeitsspendenden und schützenden Tagespflege mit dem eines Make-ups. CC steht dabei für Color Correction. Mineralische und lichtreflektierende Farbpigmente sorgen für eine natürliche Tönung, harmonisieren die Hautton und kaschieren Haut- und Regelmäßigkeiten von und Fältchen. Also verspricht sehr viel. Ich bin schon mega gespannt drauf, wie das ist. Ich teste es natürlich mit dir zusammen. Ich schaue mal, ob das könnte dunkel werden. Ich zeige dir einmal die Farbe. Also wie gesagt, ich bin zu 99% sicher, dass es keine andere Farbe gab. Aber wie gesagt, eine CC-Creme, also für dunklere Hauttypen, wird es nichts werden. Es ist schon sehr dunkel für eine CC-Creme. Also selbst wenn du nur eine kleine Menge verwendest bei CC-Creme, habe ich zum Beispiel das Problem, dass ich dann gerne mal diese Farbpigmente gerne in den Fältchen oder in den Poren absetzen
Ich weiß es nicht. Also das ist quasi die Farbe der CC Cream. Also es ist relativ dunkel. Das ist schon für mich eher mittlerer bis halb dunkel. Das klingt auch doof. Also mittlerer bis dunkler Hautton. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich passt. Aber wie gesagt, testen wir im Video aus. Und das ist ohne Mineralöle, ohne synthetische Duft- und Farbstoffe, ohne Gentechnik, ohne Konservierungsstoffe. Klingt doch schon mal gut. Dann habe ich mir immer meine Gesichtsrasierer neu nachgekauft. Die habe ich immer zu Hause. Das ist von Wilkinson Intuition Perfect Finish Eyebrow Styling and Face Shaving. Weil wenn ich zum Beispiel ein aufwendigeres Make-up habe oder eine deckendere Foundation habe, dann rasiere ich mir meine Gesichtshärchen ab. Die wachsen auch bei mir jetzt nicht irgendwie härter nach oder so oder dichter nach. Also ich habe jetzt kein Bärtchen oder so davon getragen. Aber wenn du zum Beispiel eine deckendere Foundation hast, dann kann ich dir das nur wärmstens ans Herz legen, weil sich dann die Foundation auch nicht komisch in diese Härchen absetzt. Also deswegen müssen die immer bei mir da sein. Hier sind 3 Stück drin und ich muss sagen, bis jetzt hat mich kein anderer Rasierer so überzeugt wie der hier, weil bei anderen neige ich dazu, also egal wie oft ich jetzt zum Beispiel übers Gesicht gehe, also mehrfach drüber gehe, ob nass oder trocken, ich kriege keine Hautirritation davon. Von anderen kriege ich dann schon so manchmal so solche sozusagen Rasierpickelchen oder Hautirritation kriege ich schon, aber von denen irgendwie nicht. Klingt das schon mal. Dann habe ich mir von Balea Beauty Kollagen Nachtcreme. Auf die bin ich schon gespannt, weil ich brauche unbedingt eine Nachtcreme. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein nicht cremeaffiner Mensch, was das angeht. Und dann dachte ich, so eine Nachtcreme von Balea klingt schon mal gut. Also es kommt auch in so einen schönen Tiegel. Das ist eine regenerierende Antifaltenwirkung. Balea Beauty Kollagen Nachtcreme wirkt dem natürlichen Kollagenabbau entgegen und unterstützt nächtliche Hautregenerationsprozesse. Sie restrukturiert und festigt das Hautbild, mildert Linien und Fältchen und verleiht ein erholtes Hautgefühl am Morgen. Die Pflegeformel, also Kollagenbooster, fördert die hauteigene Kollagenproduktion. Genau, und das ist wertvolles Nachtkerz und Macadamienöl, pflegen die Haut besonders reichhaltig und checken zarte, schmeidig die Feuchtigkeit. Ich bin schon drauf gespannt, weil ich brauche unbedingt mal eine Nachtcreme. Also ist auch noch versiegelt. Hier drin sind, glaube ich, 50 Milliliter und das ist vegan. Und halt nach der Reinigung auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen, Saft einmassieren, Augenbrauen natürlich aussparen. Und ich dachte so, okay, von Balea, da kann man nichts falsch machen. Das war jetzt auch nicht so eine richtig teure Nachtcreme, weil Nachtcreme wirklich können preistechnisch bis in die Decke quasi erreichen und bis an die Decke springen, preistechnisch. Und dann dachte ich so, okay, kann ich ja mal Balea austesten, weil Balea höre ich auch einiges Gutes von Nachtcremes oder von den Cremes allgemein. Ich bin schon gespannt. Dann habe ich mir hier das Soft Öl Balsam Samtweich Intensivpflege Haut verwöhnt mit 40% Ölanteil, sehr trockene Haut. Das ist für meine Haut, weil Winter und ich brauche halt irgendeine Pflege oder ich brauche halt irgendwas, was natürlich riecht. Also ich mag zum Beispiel gar nicht, was richtig fettet, was schnell einzieht. Oh, das hat aber eine schöne, schönen Duft. Und was halt auch so schön auf dem Nachtschränkchen aussieht, weil ich neige zu trockenen Händen und ich benutze sowas auch gerne als Handcreme. Und es riecht echt super. So, dann habe ich noch einige... Ach nee. Dann habe ich noch von Evelyn 200 Bio-Wattestäbchen, weil die sind bei uns leer gegangen, deswegen habe ich Wattestäbchen wieder gebraucht und die habe ich neu entdeckt bei Evelyn, sonst habe ich die ganz normalen, die in der Plastikdose und da habe ich gedacht, okay, die waren jetzt nicht allzu teuer, also die waren glaube ich ein paar Cent teurer als die Standard und ich dachte, okay, gut, probiere ich mal die mit Baumwolle aus, diese Baumwolle ist aus kontrolliertem Anbau, zertifiziert und Papier schafft. Genau, da dachte ich so, okay, kann man ja mal machen, kann man mal ausprobieren. Das war halt so ganz standardmäßige Wattestäbchen.
Und die Verpackung fand ich halt praktisch, weil die Plastikverpackung ist für unseren Waschschrank zu breit. Die nimmt halt sehr viel Platz ein. Und hier, das kann ich zum Beispiel auch hochkant reinstellen, ohne dass mir die ganzen Wattestäbchen rauskullern. Also wenn ich die jetzt so zumache, das wäre jetzt ein Vorführeffekt, wenn die mir alle rausfliegen. Aber wenn ich die so zumache, kann ich die dann hochkant aufstellen und die ist nicht so breit, die Packung. Dann habe ich mir von Balea das Lippenpflegepeeling Kokos geholt, weil das benutze ich auch sowas gerne abends. Und ich liebe Kokos. Ich liebe Kokos über alles. Bei mir muss immer der Kokosgeruch da sein. Das ist halt für trockene Lippen und ohne Zusatz von Wasser auf. Massieren Sie es mit dem Stift leicht ein, bei Bedarf Reste mit Kosmetiktuch entfernen. Also man muss es gar nicht entfernen. Das fand ich auch so süß. Kokos liebe ich. Dann habe ich mir, vielleicht wissen das einige nicht, DM hat online auch Elf. Also in den DM-Märkten ist Elf nicht vorhanden, aber online kann man Elf kaufen. Das sind auch extrem viele Produkte von Elf. Und ich habe mir den Matte Putty Primer geholt. Der soll ja ein Dupe zum Tarte sein, beziehungsweise auch so Poren minimieren. Und ich habe so viel Gutes über diesen Putty Primer gelesen. Und da dachte ich mir, dann gönne ich den mir mal und teste den mal mit dir gemeinsam aus und teste den über einen längeren Zeitraum. Ob er es dann in 2021er Favoritenvideo schafft oder nicht, das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, den will ich auf jeden Fall austesten. Dann habe ich ein paar Paletten mitgenommen. Und zwar aus der Mrs. Bella. Okay. Habe ich mir nämlich die Mrs. Bella Kollektion geholt. Ich glaube, ich habe alles aus der Mrs. Bella Kollektion geholt. Einfach, weil ich sie gerne mag. Also ich mag sie auch als YouTuber und als Influencer noch und finde ich sie total interessant. Und ich fand ihre Paletten total mega schön, kompakt, praktisch. Ich habe mir die Highlighter-Palette geholt. Die Highlighter-Palette finde ich total schlicht. Sie geht auch nicht schwer auf. Da sind halt drei Highlighter, das ist Goldie. Ich weiß nicht, ob das vom Hautton, vom Hauttyp für mich zu dunkel sein wird. Ich muss es austesten, weil das Problem wird sein, wenn, das habe ich, oder merkst du vielleicht auch, wenn der wenn der Highlighter zu dunkel ist für deinen Hautton, dann kann es sein, dass er dadurch nicht quasi die Helligkeit, den Glanz schenkt, sondern in einem bestimmten Winkel einen Schatten wirft, sodass es aussieht, als hättest du da einen blauen Fleck. Deswegen muss ich schauen, ob das zu mir passt oder ob es zu dunkel ist. Ich gehe mal vom Guten aus, dass es passt. Dann habe ich mir natürlich die beiden Paletten mitgenommen, einmal Rosy, was ich total schön für den Sommer. Ich liebe solche rosigen, schönen Töne, krass schön pigmentiert, wahrscheinlich nicht duftend und alle matt, was mir persönlich gefällt. Und ich habe halt solche knallig rosigen nicht. Ich mag das, die muss man wahrscheinlich sehr vorsichtig auftragen, aber werden wir ja in einem Video testen. Und dann habe ich auch noch Peachy. Peachy ist so für mich, erinnert mich sehr an meine Morphe-Palette. Ist halt nur, ich glaube, günstiger als die Morphe-Palette. Die haben nämlich auch so eine Peachy-Reihe. Ich bin schon gespannt von den Fännchengrößen, weil es könnte sein, dass die für mich, für meinen Pinsel, den ich am liebsten für den Blush verwende, zu klein sind, weil die sind schon länglich und sehr schmal gehalten. Bin ich drauf gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mit den Fännchen zurechtkomme. Ja, und dann, wie gesagt, habe ich mir natürlich auch die Palette geholt. Ich muss sagen, sie hatte direkt meinen Namen geschrieben. Als ich sie gesehen habe, habe ich gedacht, ich zeige sie mal, du hast bestimmt schon die gesehen. Als ich die gesehen habe, fand ich das total schön. Ich habe eine ähnliche Nabla-Palette. Da sind, doch, die kommt sehr ähnlich an die Nabla-Palette dran. Weil ich finde, gerade mit Baby Girl und Next kann man eine wunderschöne Cut Crease kreieren. Also mit Baby Girl und Next. Und dann einfach Cash in der Mitte, zack, boom, fertig, du siehst perfekt aus. Also ich weiß nicht, momentan gefallen an mir total gut diese Rosatöne und ich finde es auch so vom zum Mitnehmen total praktisch, weil du hast hier so eine schöne Farbe, um zum Beispiel eine Base zu setten, du kannst hier schön vertiefen, du hast kein Schwarz drin, was ich persönlich nicht unbedingt brauche, weil du kannst auch mit Next oder Scorpio, wenn du den aufbaust, den braunen Ton, bestimmt super toll verdunkeln. Du hast hier
halt, was ich schade finde, nur einen richtig hellen schimmernden Lidschatten, ja, das ist eine Lidschattenpalette, nämlich Cash, und der Rest ist so dunkler gehalten. Aber ich fand vom Packaging, also von dieser Reisegröße her, total toll. Ich würde halt, wenn ich die mit auf Reisen nehme, sicherheitshalber noch ein Haargummi drum machen. So, es nimmt kein Ende mit den Paletten, weil ich habe die BFF, das ist relativ neu, die Kollektion. Ich finde, BH Cosmetics haut gerade eine Kollektion nach der anderen raus. Ich weiß gar nicht, was ich da alles brauche oder was ich nicht brauche. Am besten gar nichts mehr, weil ich habe so viele Paletten momentan, die bei mir liegen, zum Testen liegen und wo ich einfach zeitlich nicht dazu hinkomme, mich hinzusetzen und mit der Palette zu beschäftigen, weil ich möchte nicht einfach zack, boom, irgendwas aufs Auge. Hauptsache, es sieht irgendwie gut aus. Nein, ich möchte gern kreativer werden und dafür brauchst du halt auch Zeit, und die habe ich momentan wenig bis gar keine. Und dann ist es wirklich so schwierig, sich hinzusetzen und sich auf eine Palette zu fokussieren. Also es sind einige Paletten, die bei mir wirklich so in meiner To-Do-Liste stehen, dass ich sie unbedingt mal mit dir gemeinsam verwenden möchte, aber ich gar nicht die Zeit dazu finde. Das ist irgendwie komisch, komische Zeit. Also auf jeden Fall habe ich mir die BFF-Kollektion Better Together von Alina Moore und Anna Köhler gekauft. Das ist einmal die Eyeshadow-Palette. Fand ich, schrie mein Name. Don't be like the rest of them, XOXO Alina. Auch das wieder total mein Farbrange. Du hast 1, 2, 3, 4, 5 Schimmern, Lidschatten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Matte. Genau. Und das hat mir echt so meinen Namen geschrieben, weil ich fand das halt von der von den Farben her nichts Neues, also sowas hat man schon. Aber auch von der Aufmachung fand ich das total schön. Dann habe ich mir noch dazu, auch aus der BFF Kollektion, die Real Queens Fix Each Other's Makeup, und das ist von Anna, die Palette für Contour, Highlight und Blush geholt. Finde ich persönlich, hätte ich mir anders von den Fändchen gewünscht, weil, wie gesagt, also für die Highlighter ist es vollkommen in Ordnung, diese Fändchengröße. Hier beim, je nachdem welchen Pinsel du verwendest, könnte es wirklich sein, dass hier der Pinsel ins andere richtig reinditscht. Ich finde es schön, dass wir einen matten haben und einen schimmernden Blush haben. Bei den Highlightern könnte es wieder sein, dass es viel zu dunkel ist. Und ich finde auch den Konturton sehr schön. Aber wie gesagt, die testen wir zusammen aus. So, dann ist noch ein Tütchen hier. Das ist nicht ein Ende. Ich habe echt einiges. Dann habe ich mir aus der Mrs. Bella Kollektion, ja, das war es von Mrs. Bella, Mrs. Bella Kollektion den No Side Chick Lip Gloss, Lip Gleam geholt. Ich bin schon gespannt, ich mache mir den mal einmal direkt drauf, wie der so vom Hautgefühl ist, also vom Packaging ist er total schön. Hier habt ihr hier unten nochmal drauf steht, welche Farbe du hast. Das ist halt schade, dass es auf dem Papier ist, das heißt, dass er leer gehen könnte. Also der gibt auch gut Farbe ab. Er ist nicht klebrig. Er hat keinen Nachgeschmack. Könnte wirklich ein Favorit werden. Und er ist nicht klebrig. Dann habe ich von Elf noch den Camo Concealer 16 Hours in der Farbe Light Peach. Der war auch komischerweise in sämtlichen hellen Nuancen komplett ausverkauft. Also das war echt für mich so komisch, so, ich brauche Light. Ich brauche Light. Ja, und das Letzte, was da war, war Light Peach, wo ich gesagt habe, okay, das könnte hinhauen, aber irgendwie so peachiger Ton, das sieht man jetzt von außen nicht. Ich bin schon gespannt, wie der auf dem Auge. Und dann habe ich mir noch von Elf den Blush Stick, weil ich finde immer so ein Creme Blush schön aufgetragen, sieht schöner aus als ein Puder Blush. Ich habe mir natürlich eine neue Wimperntusche geholt von L'Oreal, die Air Volume Mascara hat mich total angesprochen. Also Mascaren, habe ich gesagt, neues Jahr, neuen Mascarentest. Also das ist das Bürstchen. Ich bin schon gespannt, die riecht auch nicht irgendwie komisch. Ich finde das vom Packaging her sehr interessant, weil die hier so schmal zuläuft und hier so eher breit ist.
Teste ich mal gerne durch. Dann habe ich von Beach Cosmetics noch die Mascara auch mitgenommen. Wie gesagt, ich teste gerne Mascaren und Beach Cosmetics kenne ich gar nicht. Das ist die Stellar Mascara in so einer kleinen Probiergröße. Ich glaube, das war mit dabei. Es könnte sein, dass die mit dabei ist, aber das erfährst du ja am Preis. Auch hier so ein interessantes Bürstchen. Auch die riecht nicht komisch. So, jetzt kommen wir zu einem wenig kleinen Problem. Also ich... Ja, das war's, meine Kiste ist leer, es sind nur noch Augenprodukte da. Ich suche ja immer, ich benutze ja für meine Augenbrauen am liebsten so ein Augenbrauen-Gel-Gefärbt, weil ich keine Zeit, keine Muse am Morgen habe, meine Augenbrauen großartig zu machen. Die sind relativ dicht, die muss ich nicht großartig auffüllen, deswegen mag ich gerne ein getöntes Augenbrauen-Gel. Und ich benutze am liebsten das von Anastasia Beverly Hills. Das ist aber relativ teuer. Deswegen bin ich mal momentan auf der Suche, wie du siehst, nach einem neuen Augenbrauengel, was theoretisch gut zu meinen Augenbrauenfarbe her passt aus der Drogerie, dass ich nicht immer um die 20, 25 Euro für Anastasia ausgebe. Dann habe ich nämlich von Manhattan Wonderful Brow mitgenommen. Das ist die Farbe Dark, weil ich nehme lieber zu dunkel, benutze weniger Produkt, was denn eher für mich entspricht, als zu hell zu nehmen. Und das fällt dann bei meinen Augenbrauen extrem auf. Und da habe ich von Manhattan, das Bürstchen sieht schon vielversprechend aus. Also das ist das Bürstchen, ich zeige dir mal die Farbe. Auch die sieht sehr gut aus. Also kein Rotanteil drin, könnte leicht warm werden, aber... Das ist doch ein schönes Produkt. Und dann habe ich von Manhattan den Fiber Brow Gel Filler mir geholt. Das ist zu hell. Das ist zu hell. Also das ist die Farbe hier. Und wenn du siehst, ich tendiere eher zu solchen Farben als zu solchen. Das ist die Farbe 035. Stylen, Formen und Fixieren. Na, das ist eher nicht meine Farbe. Also ich mag es eher, wenn meine Augenbrauen dunkler sind. Dann habe ich mir von Tattoo Micro Tattooage Unbelievable Brow geholt. Auch viel zu hell. Das ist der. Den gab es auch leider nur in einer Farbe. Und zwar in dieser hier. Und der ist auch viel zu hell. Das geht eigentlich gar nicht. Und als letztes habe ich mir von Alverde Naturkosmetik den Sensitiv Eyeliner geholt in Braun. Wow, ist der. Das ist der. Bin schon gespannt. So, das war's. Das ist der gesamte Haul. Du siehst, welche Videos dich erwarten, welche Testvideos dich erwarten. Ich bin schon gespannt. Schreib mir gerne, ob du die Produkte schon getestet hast, die für mich neu sind, wie du die findest. Und genau, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich würde sagen, danke fürs Einschalten und bye bye. Tschüss.